Hallihallo, hallöle und ein herzliches Willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Civilization 5. Ne, es geht langsam in die heiße Phase bei Civilization 5, würde ich sagen. Ne? Ja, heiße langsam Phase. Also wir haben uns auf jeden Fall entdeckt. Und ja, genau, ja wir werden alles weitere sehen. Ja, mal schauen. Kriegserklärung folgt gleich. Genau. Können wir machen. Okay. Hab ich ja, kein Problem geht's mit. Ansonsten, ja genau, wir legen mal los. Ich mute mich und wähle erstmal eine Forschung. Navigation, Freibeuter und Fregatte. Ich nehme das mal, weil die Freibeuter sind cool. Die kann ich bauen, da kann ich fremde Einheiten abhauen ohne eine Kriegserklärung. Das ist geil, das will ich haben. Dann haben wir genug Glauben gesammelt, um eine Einheit oder Gebäude zu kaufen. Sehr schön. Das werden wir hier unten machen. Hopp. Kaufen, eine Pagode. Sehr schön. Damit hätten wir die auch. Einheit benötigt Befehle. Das wäre hier eine Karawane wieder mal. Nach Salvador. Hm, jo. Einheit benötigt Befehle. Noch will ich nicht unbedingt ihn angreifen. Noch ziehe ich mal vorbei. Weil ich will ihn erstmal entdecken. Da oben ist er ja schon, ne? Das ist, nee, der Genf ist eine Einheit Dings. Okay. Okay, ich patrouilliere hier jetzt runter, weil sobald ich den Freibeuter habe, kann ich ja hier mich ja, erweitern. So, was haben wir hier? Den Kriegselefant, der irgendwie... Was machst denn du hier? Ach, der wurde wahrscheinlich erweckt. Oder? Kriegselefant, wo bist denn du? Einheit benötigt Befehle, ist ja der. Achso, da hat sich nur was bewegt, alles klar, na gut. So, jetzt können wir einmarschieren, ne? Endlich haben wir das Ding auch. Juhu! So. Und dann gehen wir mal hier runter wieder vom Meer. Ansonsten kann Zivilisation Brasilien nichts stehlen. Ja, solange ich bei Dünen nicht bin, nützt mir das ja nichts. Ihr habt genug Glauben gesammelt, das habe ich ja gemacht. Euer Angebot wurde von Dünen wurde abgelehnt. Ja, kann es wirklich sein, dass es bald in eine Kriegserklärung mündet. Was ist das denn hier? Ein Missionar noch mit drin. So, nächste Runde, nächstes Glück. Sagte schon der Ingolf Lück. Ja, ich drück mal nächste Runde. Und dann gucke ich mal, was das hier, ob der hier ein bisschen was reißen kann. Weil ich meine, ist ja nur ein Bogenschütze, der drinne steht. Wäre es was Schlimmeres, kein Problem. Den Bogenschützen, wie gesagt, könnten wir gegebenenfalls selbst attackieren. Wäre nicht schlecht. Ich würde ganz gerne erstmal entdecken, bevor ich ihm, sagen wir mal, in Anführungsstrichen eine Kriegserklärung, weil hier ist immer noch ein Missionar. Also da hat irgendjemand Missionare ausgeschickt wie ein Wilder und ja, hat sich dafür, naja, Missionare eingefangen. Sowas. Keine Religionsanhänger in der Stadt. Vielleicht kriege ich den Missionar zu mir. Ich weiß nicht, ob der dann, welche Religion der dann eingibt, wenn ich hier den Missionar erobern könnte. Ich weiß nicht, welche Religion dann daraus resultiert. Kann ich nicht sagen. Hm, wir werden sehen. Mhm. Weltkongress gegründet. Das ist schön, da freue ich mich. In 20 Runden. Flup. Harald Blauzahn, der Junge, aha, Biblos. Ja, müssen wir mal gucken. Weltkongress. Erlassen. Weltreligion ist. Nee, das ist doof. Mhm. Klicken zum Vorschlag. Kulturstätte, Wissenschaftsfinanzierung, Städte, Stadtstaat, Embargo. Stehendes Heer besteuern. Unterhaltskosten steigen um 25%. Für Zivilisationen, die verärgert werden hier. Ein Luxusgut verbieten. Kulturerbestätten. Jedes Weltwunder bringt plus 3 Kultur in der Stadt. Dankbar wären Ägypten, Brasilien. Mal schauen. Ich guck mich mal um. Oh, da geht schon los. Ich will hier noch eine starten. Luxusgut verbieten. Da machen wir einfach mal Perlen, weil Gold. Edelsteine. Hat nämlich die Dü gehabt. Haha. Machen wir mal so. So. Vorschlag. Übergeben. Ja. Okay. Hier können wir jetzt gerade nicht weiter, weil der nicht will. So. Produktion wählen. Und zwar, erstmal machen wir hier wieder zu. Das braucht jetzt nicht offen sein. In Delhi. Was bauen wir in Delhi? Wir den bauen in Delhi nun zu. Wegen der Zufriedenheit und so. Mhm. Noch eine weitere Produktion. Bauen wir hier unten auch noch einen Zoo mit hin.
Ja, komm. Oder mal ein Tempel. Ein Tempel ist auch mal wieder was Schönes. So. Hier haben wir noch einen Musketier. Den schicke ich mal hier rüber hier. Da kann der eventuell hier unten noch ein bisschen Action machen. Was würde passieren, wenn? Nicht viel. Also lassen wir das halt. Da ist mir das Erkunden hier unten erstmal lieber. Weil dann kriege ich erstmal was erkundet. So, Quebec. Anhänger. Auch noch ein Stadtstaat. Die sehen beide fast gleich aus. Oder hat der Stadtstaat einen anderen erobert? Das kann natürlich auch mal sein. Passiert selten, aber es passiert sowas. So, nächste Runde, nächstes Glück. Sagte schon der Ingolf Glück. Ach, wie sehr ich mich davor drück. Navigation ist schon und schön. Navigation ist schön. So, ich freue mich schon, wenn ich dann hier die Freibeuter, hier seht ihr, Marineeinheiten, die sich auf den Angriffen von Küstenspitzen basiert hat, um Gold und feindliche Schiffe einzunehmen. Stärke 25 und soweit ich weiß, aber wenn das stimmt, wenn das noch im, ich glaube bei 3 war das auf jeden Fall so oder bei der 4 war es auf jeden Fall so, dass die Freibeuter quasi eine neutrale Einheit waren. Das heißt, die sind ja unter Piratenflagge gesegelt. Und man konnte denen nicht nachweisen, dass sie zu irgendeinem Land gehören. Das heißt, die konnten von jedem Land einfach angegriffen und konnten werden, ohne dass es Krieg gibt. Und konnten auch, ja, ohne Krieg von anderen Ländern angegriffen werden und sowas. So, Sixtinische Kapelle wurde von Ramses II. Veröffentlicht, wollte ich sagen. Gebaut. Naja, warum nicht? Schauen wir mal. Auf jeden Fall, Dü hat schon recht. Es geht ein bisschen in die heiße Phase. Man sieht auch hier bei mir. Es gibt militärische Vorbereitungen, die ich vorher sonst noch nicht so hatte. Die Stadt Lahore ist gewachsen. Kalkutta fährt nach Krabben. Die hat aber Lü. Und der will sie mir nicht geben, der Drecksack. Na gut. Bauprojekt in Accra. Bin noch am Überlegen. Mach erstmal ein Arbeitsboot. Weil dann mache ich erstmal hier und hier. Dann geht's immer weiter. So. Einheit benötigt Befehle. Ich befehle dir, hier weiterzuziehen. Was soll denn das hier? Schon ein Stadtstaat nach dem anderen oder was? Oder gehören die alle zu einem? Hongkong. Quebec. Hab keine Ahnung, weil normalerweise erobern Stadtstaaten sich doch gegenseitig nicht. Wer weiß. So, Einheit benötigt Befehle. Das sind die Elefanten. Die können wir hier. Achso, das geht nicht. Wenn ihr Harald Blauzahn betretet, löst ihr Krieg aus. Das will ich natürlich nicht. Aha. Dann gehen wir lieber ein bisschen weiter. Feuern hier mal drauf. Und mit dem gehen wir mal da drauf. Bisschen erkunden. Weil hier unten ist auch noch ein bisschen was an Gebiet, was man durchaus sich noch ja, ansehen könnte. Nächste Runde. Noch habe ich keinen Krieg mit Dü. Noch habe ich keinen Krieg mit Dü. Das müsste doch eigentlich Dues Gebiet sein. Hongkong. Nee. Weil der hat doch die Farbe. Manu. Das sieht so voll aus wie Dues Gebiet, ne? So religiös. Niemanden irgendwas machen. Schließen. Genf. Quebec. Niemand verbündet. Auch kein Verbündeter bei Hongkong. Na doch, da ist der Ramses. Ich bin nicht mehr mit Belgrad befreundet. Oh. Er feuert jetzt noch jemand anders mit. Na, ja, warum nicht? So, hier wird fleißig Handelswege, denke ich mal, oder Wege bei allgemeinen Straßen gebaut. Straßen sind gut, Straßen sind fein. Straßen müssen sein. So, ansonsten weiter vorrücken. Ja, wir haben eigentlich schon einiges wieder entdeckt. Das ist schön. Weniger schön ist, dass ich immer noch nicht weiß, wo der Dü rumrennt. Ich glaube, der ist noch einen Kontinent weiter. Kann das sein? Aber ich dachte eigentlich, der hat gesagt, dass er auf diesem Kontinent wäre. Na gut. Könnte mich auch geirrt haben. So, wir gehen mal hier ein Stückchen weiter hoch. Ich glaube, ich lasse die Galeasse jetzt doch. Weil einfach aus dem Grund, ich kann ja dann immer noch sagen, ich rüste sie auf oder sowas. Gold dafür haben wir genug. Sollte also nicht das Problem sein. Nächste Runde. Warten auf Spieler. Bumm. Und schon kam eine neue Einheit. Ach, das geht doch schnell hier. Knall auf Fall.
Ich bin ins Gebiet von Hongkong eingedrungen. Ja, ist nicht so wild. Und der kann feuern, genau. Mhm. Noch steht Du ja vorn. Mit Betonung auf noch. Stadtverteidigung 19. Hier Colombo hat aber auch schon 37. Das ist nicht schlecht. Also Einheitenbeförderung. Wer steht an? Aha. Bratislava, da wimmelt's von Stadtstaaten. Ernsthaft? Naja, na gut, okay. Bevor ich mich schlagen lasse, ist es halt so. So, Einheitbeförderung. Erfahrung gesammelt. Und zwar gezielter Schlag. Kampfstärke gegen Marineeinheiten oder Bombardierung gegen Landeinheiten. Ich nehme mal hier gegen Marineeinheiten. Ist günstiger. So. Produktion. Da. Lahore. Kann ein Monument bauen, einen Schrein, Stadtmauern oder was auch immer. Aquädukt wäre auch nicht schlecht. Bauen wir das Aquädukt am besten gleich. So, hier, ein Zu. Ja, ein Zu, ein Zu, ein Zu. Da lieben die das so. Okay, flup. Produktion will. Oh, hier ist aber einiges fertig geworden. Und hier noch ein Monument. Da haben wir doch gar keins gebaut. Naja, gut. Politik können wir auch eine einführen. Endlich hier plus ein Gold und minus ein Zufriedenheit jeweils für zwei Bürger in der Hauptstadt. Und da wir da schon so 19 Stück drin haben, die Zufriedenheit enorm gestiegen. Und das Gold, ja, auch ein bisschen. Ja, ist okay. Ja, bin ich zufrieden. 20 haben wir da, genau. So, Einheit benötigt Befehle. Ich würde mal sagen, wir ziehen hier mal weiter. Wenn du hier oben nicht ist, dann muss ich ja wohl oder übel noch einen Kontinent weiter. Dann ist er hier einen dritten Kontinent. Da gibt es dann halt drei Kontinente. Ja, na dann. Ist wahrscheinlich auch so, weißt du was? Ich mache das jetzt eiskalt. Ich gehe jetzt hier rüber. So, so. Weil ich sehe ja hier schon den nächsten Kontinent. Und da habe ich ja schon entdeckt. So, Einheit benötigt Befehle. Wir erkunden erstmal den zweiten hier. Unseren Rückzugsort sozusagen, für den Fall, dass was passieren könnte. Flup, flup. Fernangriff. So, nächste Runde. Warten auf Spieler. Mhm. 15. Es könnte eigentlich schon fast wieder reichen, um einfach mal irgendwo einen Siedler zu platzieren und eine neue Stadt zu gründen. Vermutlich ließe sich das sogar hier drüben machen. Ich meine, wenn der Musketier dann angekommen ist, habe ich ja hier wieder Platz, kann da drüben eine Stadt, ja, wär machbar. Dann hätte ich mich auf jeden Fall schon mal auf den zweiten Kontinent ausgebreitet, auf dem Dü nicht ist. Das ist gut. Denn so kann es nicht passieren, dass er mal auf einen von meinen Kontinenten einzieht und meint, er will mich angreifen. So. Was haben wir hier? Stein. Mhm. Was ist das? Handelsweg plündern. Hier ist ein Handelsweg? Nee. So. Ja. Hopp. So, jetzt aber. Okay. Bam, bam. Soweit, so gut. Das ist ein Kriegsrelevant, der nicht an Bord gehen kann hier. Weil das ja alles noch Dingsgebiet ist. Weißt du was? Ich gehe mal hier eher runter zu. Ich glaube, die über eher unten. Ich gehe mal runter zu. So. Du hältst mal still, beziehungsweise kannst wieder hier runter gehen. Weil wenn, dann muss ich dann hier unten auch rum. Oder hoffe, dass ich da unten rumkomme. Sobald ich quasi ja, erweitern kann und so. Stallungen. Oder eben einen Garten. Ein Garten. Würde ich nicht ganz lang warten. Ich baue hier einen Garten. Okay. Produktion wählen. Gendarmerie, Garten oder Gendarmerie oder Wohlstand oder einen Siedler. Siedler, genau, dankeschön, den wollte ich eh bauen. Nächste Runde, nächstes Glück. Warten auf Spieler. Im Garten der Spieler. Hier ist auch mal wieder so ein Ding, wo ich ganz gerne eigentlich mal eine Stadt draufsetze. Einfach so, weil ich es kann. So eine Küstenstadt. Ein Inselstaat. Hawaii. Machen wir da Hawaii hin. Ich könnte zwar auch hier drüben, aber ich glaube, ich habe sogar zwei genug Siedler oder genug Punkte übrig, um zwei Städte zu machen. Bin mir ziemlich sicher. Also, jetzt kommt der Malus mit den kleinen Einheiten jetzt gar nicht mehr so ins Fech. Was ich davon halte, naja, wir können es mal machen. Ausnahmsweise, weil du es bist. Aus einem anderen Grund würde ich das nicht machen. So, also sehen wir uns halt in der nächsten Folge wieder, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss. Tschüss.